Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man und dem Beagle. Spider-Beagle möchte gerne diese Baustelle auseinandernehmen. Könntest du bitte... Danke. Ich fand den letzten Abschluss sehr schön mit dem Avengers-Gebäude. Yuri, ich habe eine Baustelle von Fisk gefunden. Jede Menge Arbeiter, die nichts Gutes im Schilde führen. Mach mal richtig Lärm. Wenn jemand eine Störung meldet, kann ich Wachen hinschicken. Lärm? Das kann ich. Aufgepasst, dieser Tag für dich. Warum macht er uns fertig? Darum. Na los, Fisk bringt uns um, wenn wir nicht ausschalten. Es tut mir leid für euch, aber... In der Luft treffen wir. Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger. Autsch, sagt er für seinen Kollegen. Verstärkung! Für einen Typen im Knast sind Fists Männer verdammt loyal. Ah, das wollte ich gar nicht. Beenden wir das! Ob tot oder lebendig, Fisk ist wie. Ja. Das wird weh. Hey, Neuzugänge! Hatte ich erwähnt, dass das hier eine Mitbringparty ist? Legt zusammen! Im Ernst, ich brauche noch was für die Miete! Davon haben wir noch mehr! Davy! Spider-Man, ich habe gerade erfahren, dass hier Unmengen an Falschgeld im Umlauf sind. Falschgeld? Eine aussterbende Kunst. Dann gebe ich ihr mal den Rest. Hol die Netze weg! Schlechte Frisuren, zu viel Parfüm. Yep, noch mehr Fistganoven. Hä? Bezahlt Fist euch nicht genug, damit ihr was Anständiges nehmen könnt? Mehr Nachschub? Leute, Willy hat gesagt, ihr sollt euch freinehmen. Pfadfinder Ehrenwort. Hat Willy das gesagt? Ich weiß nicht. Also so und so und zack, zack. Du weißt, was Privateigentum heißt? Nö. Das war's. Das hat wehgetan. Gleich wirft er damit. Er gehört mir. Nein. Ah. Schnappt ihn euch. Okay, und jetzt hier und zack und... Der Boss hat die Nase voll von dir. Alle Männer des Königs. Cool. Jetzt ist hier alles ruhig, Captain. Super, noch eine Einnahmequelle, die Wilson Fisk nicht mehr für die Anwaltshonorare nehmen kann. Wie viele Baustellen von Fisk gibt es noch? Keine mehr. Alle haben Überstunden gemacht, um Geld reinzubringen. Naja, jetzt ist es nicht mehr so einfach, die Geschäfte zu führen. Das ist schlecht für Fisk und gut für New York. Ich hoffe, du hast dich amüsiert. Willy! Der Willy! Wie lustig, ich war gerade auf einem von deinen Gebäuden. Und du wärst geschockt zu hören, dass da kriminelle Machenschaften im Gange waren. Ja, total. Um's kurz zu machen, deine Baufirma ist dicht. Ich habe andere Einnahmequellen, aber du hast mir Probleme gemacht und das wird Konsequenzen haben. Ich vergesse nichts und mein Einfluss ist groß. Ich sollte all die Typen, die geschworen haben, mich zu töten, um das Privileg kämpfen lassen. Mal ganz im Ernst, wenn Spider-Man auf jeden Wert legt, der ihn töten möchte. Der arme Mann. Ach, das ist das höchste der Gefühle mit rauszoomen. Na gut, ich gehe jetzt aber erstmal hier hin. Ich will wissen, was das ist. Kann ich eigentlich auch so richtig cool... Wie fahre ich denn U-Bahn? Ich habe gesehen, ich kann U-Bahn fahren, theoretisch. Aber wie mache ich das? Hm.
Und ich kriege auch Trophäen, wenn ich mit Menschen interagiere und die nette Spinne von nebenan bin. Whatever that means, Leute, whatever that means. Die Wahl hättet, würdet ihr gerne Spider-Man sein oder Batman? Und scheiß bitte mal drauf, dass das zwei verschiedene Universes sind mit DC und Marvel. Aber trotzdem. Der Reicher der Nacht als Millionär oder die liebe Spinne aus der Nachbarschaft mit diesen unglaublich geilen Fähigkeiten? Verratet es mir bitte mal. Weil ich muss so sagen, von all den Helden sind, glaube ich, Spider-Man und Batman meine liebsten Helden. Unabhängig davon, ob jetzt Marvel oder DC. Dicht gefolgt kommt dann... Oh, dann wird es schwierig mit dicht gefolgt, wenn ich ehrlich bin. Black Widow. Black Widow, eindeutig Black Widow. Gott, wenn ich eine Superheldin ohne Kräfte sein möchte, unabhängig davon, was aus ihr geworden ist, wäre ich gerne Black Widow. Und Scarlett Johansson hat ihr einfach unglaublich viel gegeben an Charakter. Wie jetzt? Hey, kitschig, aber du bist mein Held. Ich kann die Zeitung lesen? Gelesene Daily Bugle. Oh, das geht. Mach ich dir Angst? Spidey, ich hab Fisks Festnahme im Fernsehen gesehen, wie du durch das Fenster gesprungen bist. Wow, einfach wow. Kann man nicht mit euch interagieren? Ist das wirklich? Ja. Entschuldigung, Verzeihung. Bist du es wirklich? Flyer vielleicht? Ein Flyer für Sie. Besonders guter Cosplayer? Da geht's zur U-Bahn. Wo geht's zur U-Bahn? Schön, dich zu sehen. Hier? Au! Niemand will mit mir reden. Sorry. Ist doch okay, oder? Ich würde gerne U-Bahn fahren. Aber wie? Wo? Ist das U-Bahn-Tunnel? Das sehe ich U-Bahn nicht aus. Bist du noch cooler? Kann ich? Sind wir in Gefahr? Nein, ihr seid nicht in Gefahr. Ich guck mir nur meine Fans. Tut mir leid, normalerweise schwinge ich. Heb mal was Schweres. Das ist unglaublich. Lass dich nicht stehen. Das ist weird. Und ich weiß immer noch nicht, was das ist. Meine Kinder lieben dich. Wow. Der Umzug nach New York hat sich gelohnt. Das! Ah. Und sie auf Schmerzen gefasst. Wilson Fisk ist nachtragend. Wer hätte das gedacht? No problem. Was passiert eigentlich, wenn ich nach Hause gehe? Ich meine, das hier ist ja anscheinend... Oder mein Apartment. Wisst ihr was? Das gucke ich jetzt nach. Wenn man mir schon keinen U-Bahn-Tunnel gibt, dann ja. Will ich mir zumindest mal mein Apartment angucken. Ich bin neugierig. Hui. Bin ich jetzt hier nicht bei meinem
Welches davon ist meins? Ich meine, irgendwo muss ich doch da reinkommen, oder nicht? Sag mir nicht, ich habe ein eigenes Apartment, aber eigentlich darf ich in dieses Apartment nicht rein. Das ist schon ein bisschen unfair, Leute, ne? Na gut. Dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen, dann gehen wir halt zur nächsten Hauptmission. Ich meine, mehr kann ich ja hier sowieso nicht erledigen. Die Nebenmissionen sind bis jetzt ein bisschen belanglos, aber gut. Was bist du? Hi, Herman. Echt jetzt? Gib's auf! Du wirst mich nie fangen! Hast du letztes Mal auch gesagt? Ich will dir nichts tun! Mach dich nur langsamer! Wow! Wie überaus! Nett! Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert! Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene Hab dich! Jetzt plaudern wir! Ich sagte, genug geplaudert! Auch nicht schon wieder. Notiert. Meine Hände sind in Bordstein. Faszinierend. Im Ernst, Herman? Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich! Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Ich hab genug gesagt. So, jetzt kann ich ihn hoffentlich einholen. Boah, das ist bitter. Nicht so wirklich, wie ich gerne hätte. Biege jetzt bitte nirgendwo hin ab. Junge, ich hole dich sowieso nur ganz schwer ein. Aha, das sieht schon ein bisschen besser aus. Nein, das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Ich hasse diese Verfolgungsjagden, wenn ich ehrlich bin. Los, los, los! Okay, ich hab's. Diesmal wär's nett nicht wieder. Ach nö. Weißt du was, Herman? Du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Und später. Das war alles? Das war alles. Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Nö. Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Dankeschön. Wow, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Dafür, dass ich euch die ganze Zeit helfe, finde ich das schon ein bisschen frech, ne? Ich habe wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Oh, es ist MJ. Hey MJ, du bist noch spät auf. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Shocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht dein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Mhm. Ja. Ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Oh, okay. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich immer anrufen?
Ja, jederzeit, aber sicher. Oh. Na, oh, was? Reden wir wieder. Cool. Oh, ist das nicht süß? So, was haben wir denn hier? Eine neue Nebenquest nur verfügbar. Spider-Man Privatdetektiv. Ah, wir gehen erstmal zum Labor. Ich muss doch wohl irgendwas im... Ich meine, viele Sammelobjekte haben wir jetzt echt im Moment nicht mehr. Ich glaube, wie gesagt, da kommt noch einiges zu. Da bin ich mir relativ sicher. Das heißt aber, die Innenräume kann ich echt nur betreten, wenn das Spiel das so möchte. Ich muss mich noch einmal gegen falsche Anschuldigungen von MacDonald, MacGargan, alias Scorpion wehren. Ja. Wie bereits dargelegt, habe ich das Experiment ihm über natürliche Stärke, Tempo und einen Cyborg-Schwanz zu verleihen finanziert. Wir wollten einen Anti-Spider-Man erschaffen, der keine Bedrohung ist und Quergeister stoppt. Ich wusste nicht, dass er irre ist. In seinem Lebenslauf stand nicht Psychopath mit Vergiftungsfetisch. Seine Klage ist nur ein Versuch, seine Strafe im Raft zu verkürzen und mich für seine Taten verantwortlich zu machen. Du bist dafür verantwortlich. Ach komm. J. Jonah Jameson. Okay, Jonah Jameson, du bist einfach bescheuert. Nee. Dann mal, irgendwo muss ich doch hier rein können. Darf ich da nicht rein, wenn das Spiel das nicht möchte? Oder wie? Bin ich jetzt doof? Hey! Ich bin so verwirrt, Leute. Ich, Vielleicht hier? Nö. Wie unfair. Ich darf nicht einfach so dahin gehen. Danke. All diese lobenden Worte nur für mich. Ich glaube, wir schaffen es noch genau dahin. Und dann ist für diese Folge auch schon wieder gut. Ich muss aber gestehen, diese Verfolgungsjagden mit dem Spinnennetz sind immer furchtbar anstrengend durch die Stadt. Entschuldigung. Noch eine mit der gleichen Stimme? Alles okay, Ma'am? Carmen, mir geht's gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Wow, hören Sie, ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo konnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich sehe mir das an. Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay. Keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. Na dann. Die Klinik ist in der Nähe. Hab auch Rodrigos Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Ich sag ja, die Nebenmissionen sind wirklich ein bisschen belanglos. Aber sie geben halt wirklich gut XP, also machen wir sie.
Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte ich? Wenn das Foto rausgeht, ist mein Leben vorbei. Schlechter Winkel. Muss gerade drauf. Sehr schön. Da oben. Interessant. Ja, ja. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte ich? Wenn das Foto rausgeht, ist mein Leben... Schlechter vorbei. Winkel. Dann muss gerade drauf. Sauberes Bild. Spider-Man? Veröffentliche ich das. Was ist jetzt meine Aufgabe? Was gibt's, Kumpel? Pläne. Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben Sie gesprochen? Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Er ist Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Okay, ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Ich sag doch, solche Verfolgungsjagden finde ich doof. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Braucht Zeit. Hast du sie? Sobald er das Foto sah, gab er klein bei. Rodrigo ist ein Weichei. Wird den Boss freuen. Zeig mal die Pläne. Genauso gefällt mir das. Ich muss los zum Zug. Will den Boss nicht warten lassen. Heute steigt unser größtes Ding aller Zeiten. Aber hallo. Okay. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Nein, da sieht er mich. Ich muss ihn oberirdisch verfolgen. Wie denn? Steigt er nur aus? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Wo denn? Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean. Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen sie mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangsterfilme. Na dann? Klingt so. Ich lasse sie wissen, was ich finde. Ist das ein Expresszug? Ich muss aufholen. Ja, danke. Ich weiß, Buddy. Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Er geht zu diesem Bürogebäude. Thank you.
Ich habe die Pläne, Boss. Gut, der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Roman soll fahren? Er ist noch ein Kind. Ja, das Kind meines Bruders. Wir können ihm vertrauen. Und es läuft schon. Er holt gerade den Safe-Knacker. Wie zielverdeckt. Gut, Roman ist bereit und wir sind später dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. I don't want that. Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Beide Autos? Ich verliere sie! Ach, sag bloß. Was zur Hölle? Spider-Man? Dass du jetzt so weit weg bist, danke. Ich liebe es, wenn ein Plan schief geht. Hey Carmen, der Kumpel ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlantic City. Danke sehr. Ich habe mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er das Sean am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Wird er. Sonst muss er vor mir weit mehr Angst haben als vor diesem Deshaun. Danke, Spider-Man. Neues Profilbild. Ich war dir noch nie so nah. Cool. Okay. Spidey, schlag ein. Und bam. Wenn ich das mit 10 Leuten mache, dann... nicht? Na gut. Hallo. Hey, klingt kitschig, aber du bist mein Held. Geschafft. Im Ernst? Ich hab ein Foto. Du machst mir Angst. Na dann. Okay, geschafft. Lieben. Ich hab ein Foto. Sind das Spinnenmuskeln? Bitte schön, dass du ein Foto machen durftest. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben die Nebenmission ebenfalls geschafft. Mehr gibt es da jetzt auch im Moment nicht zu machen. Das macht ja nichts. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und haut rein.